Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Coaster im Karrieremodus. Guck mal, das Gebäude hier haben wir in der letzten Folge gebaut. Wunderschön. Der Starflyer hat jetzt also ein Stationsgebäude. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir haben 700 Leute im Park tatsächlich. Ohne Werbung, ohne alles. Alles läuft hier in unserem kleinen, aber feinen Paradise Land. Und jetzt wollen wir natürlich eine Achterbahn bauen. Die brauchen wir auch, um hier mal den nächsten Boost zu erfahren. Gucken wir mal, was es denn wird. Was war nochmal das, was erfunden wurde? Die haben wir ja schon. Looping Shuttle? Nee, oder? Looping. Launched Motorbike. Launched, launched, launched. Das ist alles. Das war es alles nicht, soweit ich weiß. Aber ich weiß auch nicht. Enigma. Es war die Enigma, stimmt. Dann bauen wir die doch auch. Die Frage ist, hier hin? Oder hier oben hin? Ich sag mal hier hin, weil da hinten wollten wir eigentlich Feuerwerk hinmachen. Ist das ein... Das ist ein fucking Stehcoaster, ne? Auch nicht schlecht. Stand up, ja, ja. Oh, 3000 haben wir plus gemacht. Ja, nicht... Hey, wir haben Bronze. Monatlicher Profit 3000. Und ein Parkwert von 25.000. Sehr gut. Jetzt kommt Feuerwerk. Jetzt kommt Feuerwerk. Das ist natürlich fragwürdig. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt Kettenlift. Oder Reibräder, mehr haben wir hier auch nicht. Gut, da müssen wir mit dem Kettenlift hoch. Oder runter. Was machen wir denn da? Ich glaube, es wäre ganz geil, hier einfach direkt runter zu gehen. Und dann mit im Stehen, weißt du, auf diesen See zuzurasen. Das ist doch ganz geil. Also ich fände das ganz geil. Weiß nicht, was der für, der Stehcoaster für so Spezies hat. Was hat er denn? Hat der Rollen? Oh ja, der hat auch wieder alles. Schön unter Wasser hier. Ah, zu schnell ist man ja hier nicht. Das passt da, oder? So, und jetzt verließen sie ihn. Das war es leider mit dem Geld. Wir können aber testen, den Enigma, was der bis jetzt so macht. Ist sehr eng, oder? Und dann fährt er nämlich auf den Lift-Hill zu. Heatmaps, Spaß. Ja. Ja, dann kommt ja hier der Lift Hill und dann geht es richtig ab und dann geht es auch schon wieder zurück. So in etwa.
Es sind gerade zwei Karussells kaputt, oder was? Drei. What the fuck ist denn hier los? Kommt der eine nicht mehr hinterher da mit seiner... Aber Arbeitslast normal, also... Das sind gerade einfach drei Fahrgeschäfte kaputt gewesen. Das ist natürlich... Also der hier ist voll. Könnten wir vielleicht auch noch mal was machen. Sunflyer. Ach, das ist Skyfall. Ich dachte, der andere wäre Skyfall. Der schlendert hier lang, Alter. Als gäbe es nichts Wichtiges zu machen. Fucking Roktopus ist tot. Kannst du dich mal beeilen? Aber es geht ja nicht mehr die Runde. Habt ihr gesehen? Sehr gut. So, Octopus ist wieder da. Alle sind momentan active. Das heißt, wir kriegen jetzt hier vielleicht ein bisschen Geld, um weiterzubauen. Ja, jetzt kommt der Kettenlift. Bisschen. Bei den einen gehen wir noch. Wie sieht denn mit den Krediten aus? Scheiße. Das sieht nicht so gut aus. Das dauert ja noch 100 Jahre. Überhaupt, bis wir die Bahn fertig haben, dauert es 100 Jahre. Wie sieht es denn mit den Läden aus? Machst du noch Plus? $10 plus. Aber Profit insgesamt ist okay. 578 Verkäufe. Ja, hier ist alles voll. Trotzdem 8 Dollar plus, das kann doch nicht sein. Ach nee, das ist der durchschnittliche Verkaufspreis. Alles klar. Gut. Aber hier, die sind ungefähr gleich bei 1100 Leuten. Jetzt hat die Frage, ob wir noch was brauchen. Ich meine, ich könnte hier noch was reinsetzen. Schön, wo ist Professor?
Why not? Ja, Getränke müssen wir gleich noch mal gucken. Der kann sogar hier den Crazy kann er machen. Könnte geil werden. Klatsch. Was haben wir denn für Loops? Normalen Loop? Why not, oder? Bisschen kleiner. Der kostet natürlich jetzt auch ordentlich. Der kostet Geld. Viel Geld. Looper hat wieder ein Problem. Eieieiei. Überhaupt machen wir gerade eher Minus. Brauchen wir denn... Ja gut, wir machen Minus, weil Looper kaputt ist. Brauchen wir denn eigentlich Werbung? Oder ist es eigentlich voll genug? Eigentlich ist es voll genug, ne? Weil die Schlangen sind gut gefüllt. Hier, Ihmchen soll natürlich die neue Gelddruckmaschine werden, das ist ganz klar. Das heißt, es darf nicht zu krass werden, soll geil werden. Sollte er schaffen. Ach, da war er doch. Zack. Das ist doch mal ein Teil. Ja, da geht das smooth durch da. Natürlich machen wir den Klassiker durch den Looping durch. Classic! Kosten also 120 Tacken, ne? Pro Schiene da. Auch nicht wenig.
Da gucken wir währenddessen nochmal nach dem Personal. Aber denen dürfte es eigentlich ganz gut gehen. Attraktionen und Läden. Hier steht es ja eigentlich auch, ne? Profit im letzten Monat. Der Looper schön verkackt einfach. Vielleicht müssten wir den Looper umbringen. Der Rest ist eigentlich okay. Und bei Läden sind alle zumindest profitabel. Service, ja, machen wir 30 hier nochmal. Alupa macht mir ein bisschen Sorgen. Muss mehr Profit her. Kann natürlich sein, dass er kaputt war und deswegen das alles verfälscht ist. Müssen wir halt mal abwarten. Also insgesamt wird er ja wohl Plus gemacht haben, oder? Profit insgesamt. Was machst du denn mit so einem Teil, weißt du? Da, wann macht er denn Profit? Bei 26? Und dann geht keiner mehr drauf? Nur der hier 4000 insgesamt. Also hat sich auf jeden Fall rentiert. Der auch. Der sowieso. Wachto auch. Richtig geil. Ah, das ist nicht so einfach. Aber wenigstens sind genug Leute ohne Werbung im Park. Das finde ich gut. Also scheinbar nicht. Einmal ein Bekloppter hat das jetzt bezahlt, tatsächlich. Da müssen wir im Auge behalten. Vielleicht machen wir auch mal einfach, wollen wir hier nicht sagen, Hauptsequenz. Ich sehe aber auch nicht, wie lange das dann geht. Ne? Aber die Leute gehen doch drauf. Also es ist nicht, die Leute zahlen es. Gut, okay. Gucken wir, ob das irgendwie bringt, ob das was bringt. Wir bauen hier mal schnell weiter. Ich überlege gerade, wie das Layout weitergeht. Finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Wenn er jetzt dieser Strecke da... Müsste eigentlich so gehen, ne? Die Frage ist, schafft er das? Müsste eigentlich. Aber der kostet natürlich auch wieder ordentlich. Ja, Farbgebung und so müssen wir nachher nochmal gucken. Der wird auf jeden Fall nicht knallgrün. Das passt ja überhaupt nicht ins Weltraumthema. Ich denke da an ein Rot-Schwarz oder so. Aha, guck mal. Das zählt als Looping oder ist das, was ist das? Guck mal, ob er das überhaupt schafft. Mit welchem Speed. Ja, sieht gut aus. Wir müssen halt aber auch noch zurückkommen, ne? Und da müssen wir noch ein Stück hoch tatsächlich. Also viel Spielraum haben wir gar nicht mehr. Es scheint ordentlich Platz. Geschwindigkeit zu verlieren ständig. Weil so schnell sind wir wirklich nicht mehr. Obwohl wir eigentlich, fand ich, relativ hoch waren. Aber okay. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal ein bisschen
Wobei doch, wir haben jetzt ein bisschen Speed. Einfach mal so kleinen Airtime-Event. Das reicht ja eigentlich auch schon, ne? Soll ja auch nicht übermäßig lang werden, das Teil. Ich muss nur gleich dran denken, Blockbremse auf jeden Fall. Ich will zwei Wagen hier laufen haben. Auf 6 Meter müssen wir. Warte mal, hä? Hier oben sind wir auf 6 Meter. Hier unten sind wir auf 14 Meter. Alles klar, Freunde. Verwirrung. Ich glaube so, so noch und dann gerade, dann dürfte man da sein. Ist aber auch wurscht. Ich baue jetzt hier gleich die Blockbremse. Die ist natürlich wieder arschteuer. Los! Irgendwie Stagnation. Jetzt ist mal ein bisschen was gegangen. Leute, da war er doch. Da war er doch kurz. Hallo, 1 Euro irgendwas. Ach komm. Da ist er. Komm Leute, so kurz vorm Schluss hier. Ich hätte nicht mal geglaubt, dass wir das in der Folge überhaupt schaffen. Kommt aber auch nur gerade so da hoch, ne? Juiui. Na gut, warten wir mal gerade, bis wir da 300 haben. Wie läuft's denn? Macht der mittlerweile ein bisschen mehr Profit? Ja, sieht wieder besser aus. Sieht wieder besser aus. Professor Wurst ist auf jeden Fall hoch frequentiert aktuell. Das ist schon mal gut. So. Nee, mach doch mit normalen Ski, Mann. Okay, den müssen wir uns nochmal angucken. Da machen wir Zielgeschwindigkeit. Egal. Beigabe. Zack. Fettich. Gucken wir mal. Blockbremse. Zwei Wagen. Das sieht gut aus. Kommt der da los? Ja.
gucken wir uns mal die Spezifikationen an, die da hier rauskommen. Wir fahren sogar durch die Höhle. Ja, hier Wasserfall direkt an einem vorbei. Also rein szeneriemäßig ist das doch schon mal absoluter Top-Notch. Wir könnten natürlich den Lift-Hill noch schneller machen und dadurch komplett die, sieht gut aus, die Geschwindigkeit erhöhen, wenn das jetzt zu läppsch ist. Den finde ich eigentlich ganz geil, so ganz knapp drüber. Nochmal hier ein bisschen Airtime und zurück. Gucken, was er sagt. Grün, grün, grün wäre super. Wir bräuchten noch ein bisschen mehr Spaß tatsächlich. Ein Ticken mehr. Aber das könnten wir vielleicht sogar mit dem Lift Hill tatsächlich schaffen. Vielleicht. Ballern wir den mal auf 18. Testen. Wir fahren mal mit im Stehen, Leute. Das Steh. Stehcoaster hier. Guckt, Leute, wir stehen. Ganz anderes Gefühl. Dann hier in das Wasser rein. Vielleicht kommt hier noch irgendwas hin. Weißt du, so höhlenmäßig. Smooth. Und dann ab in den, auf den Lift Hill, der dann auch jetzt eine gewisse Geschwindigkeit hat. Hier kommt das Wasser auch aus den Triebwerken raus. Und hier schön 90 Grad, das wollen die Leute. Boah, knapp da, aber sehr knapp, aber geil. Ja, ein bisschen smoothen könnte man natürlich schon. Muss man nicht. Hier kommt man jetzt auch natürlich ein bisschen easier durch. Kommt mir auf jeden Fall ruppig vor. Aber gut, wir gucken noch mal, was jetzt passiert. Näher, auf jeden Fall näher. Machen wir noch mal den auf Max. Aha, perfekt. Yeah. Rocket stand up. Okay. Das ist doch geil. Der wird eine geile Abfertigung haben mit den zwei Wagen, weil da ordentlich Leute reingehen. Perfekt. Also die Warteschlange wird nie voll sein, denke ich. Hä? Jetzt geht's nicht weiter, oder was? Was passiert denn jetzt? Das Spiel abgestürzt. Hä? Entschuldigung, Freunde. Oh, kleiner Nisa. So. Dann machen wir das Teil auf grün, kostet, was testen wir mit 20. Rocket Stand-Up, Freunde, der neue Coaster ist da. Ihr könnt rein, ihr könnt kommen. Hier muss natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen Infrastruktur ran. Ist eigentlich ganz geil, aber das ist ja da, die Hälfte ist ja da weggeballert da im Raum.
Aber ein bisschen zu lang. Galpi und Hot Dogs? Nee, die haben wir drüben. War mir das auch scheißegal, das ehrlich gesagt. Hot Dogs haben wir doch da, ne? Hier war Professor Wurst. Oder haben wir gar keine? Wir haben, glaube ich, gar keine Hot Dogs. Ja, dann passt's ja. Aber hier muss natürlich auch noch ein Klo hin. Cypher-Klo. Da fehlt nur gerade das Geld. Aber jetzt durch den neuen Coaster werden natürlich auch mehr Leute in den Park kommen. Da müssen wir natürlich gucken, ob das vielleicht nicht sogar zu teuer war. Ich will den voll haben, das ist klar. Oh, Freunde. So, nochmal Toiletten. Und ich würde fast sagen, dass wir dem auch ein Stationsgebäude bauen. Weil so sieht es echt hammerbeschissen aus. Ist ja so teuer, okay. Nur 17,50. Und hier würde ich gerne das Riesenrad bauen. So in die Richtung. Weil man natürlich da auch einen geilen Überblick über den See hat. Würde ich machen wollen. Was wir jetzt als allererstes machen, ist aber die Folge beenden, denn die ist zu Ende. Ich sag tschüss, macht's gut, euer Freddy.